Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, vom Tempel Abu Simbel im Süden von Oberägypten. Ich freue mich, euch heute wieder einen Tempel zeigen zu können. Die Informationen zum Tempel jetzt wieder in gelesener Form. Die Tempel von Abu Simbel sind zwei Felsentempel am Westufer des Nassersees. Sie befinden sich im ägyptischen Teil Nubiens am südöstlichen Rand des Ortes Abu Simbel und wurden im 13. Jahrhundert vor Christus unter Pharao Ramses II. Aus der 19. Dynastie des altägyptischen Neuen Reiches errichtet. Die Felsentempel von Abu Simbel, der große Tempel zum Ruhm Ramses II. Und der kleine Hathor-Tempel zur Erinnerung an Nefertari, dessen große königliche Gemahlin, stehen seit 1979 auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Beide Tempel befinden sich nicht mehr an ihrem ursprünglichen Standort. Um sie vor dem ansteigenden Wasser des Nassersees zu retten, wurden sie in den Jahren 1964 bis 1968 abgetragen und 64 Meter höher auf der Hochebene von Abu Simbel wieder aufgebaut. Dort erheben sie sich heute auf einer Insel im Nassersee, die an der Nordwestseite durch einen befahrbaren Damm mit dem Ort Abu Simbel verbunden ist.
Heute begrüßt mich ein weiteres afrikanisches Tier. Das Krokodil. Wir sind heute um 2:30 gerade zu Hause gewesen von unserem Ausflug. Und schon hat das Schiff abgelegt. Und jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg nach Luxor. Nach einem wunderschönen Tag zum Felsentempel Abu Simbel verabschiede ich mich jetzt von euch für heute. Wir sind auf dem Rückweg zum Ausgangsort Luxor und morgen freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!